Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing blue, white, and red, weighing 146 pounds. His professional record, 27 victories, with 4 defeats and 1 draw. And 23 of his victories are by knockout. From Vignoletier, France, here is the WBC number one ranked welterweight in the world, the challenger, Mesdames et Messieurs, Patrick Charpentier. And fighting out of the red corner, wearing white with gold and weighing 147 pounds. In 1992, he captured Olympic gold, and now, as a professional, he has the perfect record. 27 straight victories without a defeat, including 22 knockouts and 4 world titles. From East Los Angeles, California, presenting the former junior lightweight, former lightweight, former super welterweight world champion, and now the reigning and defending undefeated welterweight champion of the world, El Niño de Oro, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Eine Woche lang stand El Paso Kopf und dann kam es endlich zu diesem Fight. Am 13. Juni diesen Jahres in der Sun Bowl von El Paso. 41.956 Zuschauer wollten die vierte Titelverteidigung von Oscar De La Hoya, dem Mann in der weißen Hose, sehen. Gegen den Nummer 1 Herausforderer des World Boxing Councils aus Frankreich, Patrick Charpentier. Das hier bereits die zweite Runde. Die erste war relativ verhalten, beide Boxer tasteten sich ab. Doch im zweiten Durchgang begann der Golden Boy die Initiative zu übernehmen. Es ist Oscar De La Hoyas 16. WM-Kampf. Viermal bereits hat er im Weltergewicht geboxt. Und dabei so illustre Namen wie Pernell Whitaker, Wilfredo Rivera und auch Hector Camacho besiegt. Patrick Charpentier auf der anderen Seite mit 4 Niederlagen behaftet. Die letzte, die rührt allerdings bereits aus dem Jahre 1994, eine Punktniederlage nach 10 Runden. Er war Europameister und stand hier vor seinem größten Kampf. Doch De La Hoya übernahm die Initiative. Er bestimmte das Gefecht schon hier in dieser zweiten Runde. Zweimal musste dieser Kampf verschoben werden. Er sollte wesentlich früher in diesem Jahr stattfinden. Doch erst kam eine Verletzung De La Hoyas dazwischen. Er hatte sich an der Hand wehgetan. Dann musste Patrick Charpentier den Kampf einmal absagen. So also kam es dazu, dass Oscar De La Hoya erst Mitte Juni 1998 zum ersten Mal den Titel des WBC-Weltmeisters im Weltergewicht verteidigen konnte. Fünf Zentimeter Größenvorteil bei De La Hoya mit 1,80 Meter. Charpentier fast permanent im Rückwärtsgang. Immer wieder gestört von dem gestochen scharf kommenden Jab des Golden Boy. Auch Durchgang Nummer 2 an den Titelverteidiger. Hier der Vater von Oscar De La Hoya, Joel. Er dominierte. Er machte ganz klar den Kampf. Enorme Begeisterung um Oscar De La Hoya hier in El Paso. Natürlich nah an der mexikanischen Grenze gelegen. De La Hoya, ja, zu 50% fühlt er sich als Mexikaner. Die andere Hälfte ist der Amerikaner. Deswegen von seinem Promoter Bob Arum dieser Kampfplatz sehr geschickt gewählt. Dadurch hatten natürlich viele Mexikaner und vor allen Dingen Mexikanerinnen die Möglichkeit, dieser Veranstaltung beizuwohnen. Runde 3. Es sollte die letzte in diesem Kampf werden. Schon jetzt Charpentier fast ausschließlich in der Doppeldeckung. Kaum noch eine Aktion von ihm. Und Oscar De La Hoya
lauerte auf seine Chance. Körper-Kopf-Kombination und eine 1-2-Kombination rechts-links. Charpentier zum ersten Mal am Boden. Hier noch einmal zu sehen. Der Jab, dann die rechte und der linke Haken nochmal hinterher. Charpentier also zum ersten Mal am Boden. Die Stimmung, sie erreichte so langsam den Siedepunkt und der La Jolla jetzt natürlich versucht nachzusetzen und der zweite Niederschlag, ein Aufwärtshaken, ansatzlos durch die Deckung von Charpentier. Keine Balance beim Franzosen. Zum zweiten Mal angezählt bis 8. Beim World Boxing Council die 3-Niederschlagsregel ja in Kraft. Das bedeutet, wer dreimal in einer Runde zu Boden geht, hat den Kampf verloren. Also Charpentier kurz vor dem Aus. De La Hoya schaut sich seinen Gegner genau an und wartet auf die Gelegenheit. Und da war sie. Erneut ansatzlos eine rechte Gerade zum Kinn. Und der Kampf war aus. Nicht einmal 3 Runden konnte der Nummer 1 Herausforderer des World Boxing Council, dem Golden Boy Oscar De La Hoya, widerstehen. Das, der alles entscheidende Niederschlag, ein Cross über die linke Führhand von Charpentier hinweg. Und nach knapp 2 Minuten Kampfzeit in der 3. Runde hatte also Oscar De La Hoya seinen Weltergewichtstitel zum 4. Mal erfolgreich verteidigt. Unbändiger Jubel in der Sun Bowl von El Paso.